Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nicolaikum Trompetentraining und ihr seht schon, wir sind heute wieder im Außeneinsatz unterwegs. Heute sind wir zu Gast bei Markus Arnold, dem Erfinder von Basser. Markus, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, mich freut, dass du den Weg zu mir gefunden hast und ich freue mich riesig. Ja. Super. Der Markus wird uns heute erzählen, was es mit dem Basser auf sich hat, wie er zum Basser kam, was man damit üben kann und wofür das Bassergerät, das Trainingsgerät der Basser Gutes. Markus, starten wir gleich. Ja, also ich bin der Markus Arnold. Ich bin Trompeter und ich habe 2015 mit dem Basser bauen begonnen, aber bereits im Jahr 2000 zum Basser auf die Idee gekommen. Und da hatte ich damals eben so ein Gerät gebaut. Und da bin ich drauf gekommen, dass das den Bläser unterstützt und ja, habe so mal einen Prototypen gebaut hier. Das ist annähernd die Form, wie es damals schon war, und bin auf die Idee gekommen deshalb, weil ich viel unterwegs war und konnte zu Hause nicht viel üben. Habe damals in verschiedenen professionellen böhmischen Blasorchestern gespielt und war viel im Auto unterwegs, und so habe ich dann ein Gerät gesucht, wo ich im Auto unterwegs und vor Konzerten zum Warm-up und so weiter eben üben konnte. Und heraus kam eben dann der Basser Ansatztrainer. Genau. Und wie kam es dann dazu, also dass dieses Gerät dann in der Form ist, wie es jetzt ist? Ja, genau. Ich habe dann verschiedene Musiker kontaktiert, unter anderem den Alexander Wurz und den Markus Priba zum Beispiel. Die kannte ich von verschiedenen Formationen. Und die haben das dann getestet und haben das für sehr, sehr gut befunden, waren begeistert und haben gesagt, ja, dann musst du da nochmal, die Löcher sind vielleicht zu klein und der Widerstand und so weiter und so fort. Und dann haben wir daran gefeilt und haben das weiterentwickelt und so wie der Basser heute ist, ist es eigentlich das Endprodukt, das High-End-Produkt. Nur ein Stückchen Holz, sagt die Fachpresse, und doch viel, viel mehr. Denn es ist eine Verlängerung der Luftsäule, hat den Vorteil vom normalen Mundstückspiel, dass ich beim Mundstückspiel die Lippe aktiv anspannen muss. Ich kann es dir mal vormachen. Ja, gerne. Man macht ja normal das Lippensummen. So, hier schwingt die Lippe aktiv. Und dann schwingt auch der Ton. Und beim Trompetespielen ist mir aufgefallen, oder beim Bassern, denn ich habe eine Kamera ins Mundstück eingebaut und habe dadurch entdeckt, dass beim Trompetespielen die Lippe nicht aktiv schwingt, sondern nur der Luftstrom in das Instrument oder in den Basser geht. Und wenn ich eben, ich kann es mal vormachen, also ich mache nicht aktiv, dann kommt sofort ein Ton. Und dann habe ich mir eben überlegt, wenn ich dieses aktive Muskelanspannen weglassen kann, dann ist im Umkehrschluss die Effizienz muss größer sein, damit ich vielleicht mehr Ausdauer bekomme. Und genau das ist der Ansatz des Ansatztrainers, dass die Höhe, die Ausdauer und die Flexibilität praktisch trainiert werden. Durch ganz, ganz leichtes Spiel, hat also nichts mit Kraft zu tun, nichts mit Anstrengung, sondern mit ganz leichten Übungen, Töne aushalten, Akkordbrechungen, Tonleitern, alles, was einem so einfällt als Musiker, was man auf dem Instrument auch spielen würde, ein Volkslied, ein Kirchenlied, wie auch immer, ganz einfache Melodien, kann man auf dem Basser spielen. Super. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mir den Basser anschaffe, Markus, und der kommt dann geliefert, ich nehme gerade mal deinen Basser, und ich habe den jetzt zu Hause, jetzt sehe ich, da gibt es zwei Löcher. Was hat es mit den zwei Löchern auf sich? Das ist eine sehr gute Frage, Nico. Und zwar, ich kann den Widerstand hier verändern, und wenn ich habe für mich zwei verschiedene Methoden entwickelt oder rausgefunden, und zwar, wenn ich immer vor dem Auftritt als Warm-up spiele, lasse ich beide Löcher offen. Aha. Dann spiele ich mich so ein. Wenn ich aber im Auto unterwegs bin und muss mich aufs Autofahren konzentrieren,
Man muss schalten, man muss sich auf den Verkehr konzentrieren. Man denkt nicht nach, was man hier macht. Dann mache ich ein Loch zu und habe mir angewöhnt, die Luft so zu führen, als wenn ich in die Handinnenfläche hauche. Also nicht aktiv so richtig ausatmen, sondern nur warme Luft. Und wenn ich dieses Gefühl habe, warme Luft auszublasen, ohne aktiv so zu machen, sondern nur so. Es geht auch mit offenem Loch, aber mit offenem Loch würde der Ton fast abreißen und mit geschlossenem Loch hält der Ton schön sich wie in der Spur, wie an der Perlenkette aufgereihte Schnur und dann der Ton wird schön geführt und das ist eben genau das Geheimnis des Bassa-Ansatztrainers im Gegensatz zu nur Mundstück spielen, weil wenn ich mit Mundstück spiele, passiert gar nichts. Ich muss, wenn ich Mundstück spiele, muss aktiv die Lippe zum Schwingen bringen. Ja. Und dieses Aktive hier, das spare ich mir hier beim Buzzer und dementsprechend wird auf dem Instrument mehr Ausdauer erzeugt, wenn ich die Spielweise aufs Instrument übertrage. Die Lockerheit. Verändert sich eigentlich durch den Buzzer auch die Klangqualität auf dem Instrument? Ja, auf jeden Fall. Der Ton wird viel, viel offener. Ich möchte nicht sagen, ich sage mal, ein Profi, wenn nur Mundstück spielen macht, dann kann der natürlich seinen Ton auf der Trompete auch offen machen. Aber ich habe gemerkt, bei vielen Laien-Trompetern wird der Ton eben quäkig. Und es liegt eben daran, erstens, wenn der Hals zu ist und zweitens, das ist ja schon, wenn die Lippe aufeinander gepresst wird, geht der Hals schon zu. Das ist ein Reflex. Ja. Und das ist das Problem des Trompeters, der eben viel presst und viel Luft drückt. Und das kann man mit dem Buzzer beheben. Das heißt, der Buzzer ist eigentlich auch ein Gerät, ein Therapiegerät, würde ich mal sagen. Genau. Zur Atmung, zum entspannten Trompetespielen, zur Klangqualitätverbesserung, zum Ausbau der Höhe. Also ein Universal-Trainingsgerät, das eigentlich vom Prinzip her jeder Blechbläser braucht. Also den Buzzer, den gibt es ja nicht nur für Trompete, sondern ich habe gesehen, es gibt es auch für Waldhorn, für Tuba, Posaune. Also ich denke mal, jedes Blechblasinstrument hat seinen eigenen Buzzer. Genau. Jetzt, wenn ich den Buzzer zu Hause habe, Markus, und jetzt anfangen möchte zu trainieren, gibt es denn Noten, gibt es da was Notiertes, was ich mit dem Buzzer gut anfangen kann zu spielen oder zu üben? Genau, also es gibt verschiedene Übungen, die mir Kollegen zur Verfügung gestellt haben, zum Beispiel von Professor Peter Arnold, das ist ein Solohornist gewesen, jahrelang international bekannt, der hat mir verschiedene Übungen zur Verfügung gestellt. Aha. Das macht er mit seinen Studenten in den Hochschulen. Ich habe verschiedene Buzzer-Übungen erarbeitet und ein befreundeter Trompeter von mir hat ein kleines Büchlein rausgebracht. Hier ist der Buzzer mit drinnen und verschiedene Übungen auch drin. Es gibt die Übungen, wenn man den Buzzer kauft, gibt es diese Übungen dazu. Okay. Die von mir auf jeden Fall und die von Professor Peter Arnold auch. Dieses Buch kann man erwerben im Handel, kostet 10 Euro. Aber es ist eigentlich, wenn man die Übungen macht oder man hat eine Trompetenschule zu Hause oder ein Liederbuch oder ein Kirchenprozessionsbüchlein oder irgend sowas, dann kann man eigentlich diese Übungen übernehmen und kann die einfach mit dem Buzzer üben. Man kann auch einfach den Radio im Auto anmachen und kann da mitspielen. Ja, super. In der mittleren Lage. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Der Buzzer ist eigentlich für die mittlere Lage gedacht. Also es gibt so ein bisschen einen Problemton auf dem Buzzer und zwar ist es zwischen dem B2 und dem C3. Da kriege ich viele Mails, fragen mich die Musiker immer, ja, das kann man da schlechter mitspielen und da muss man sich sehr anstrengen. Es braucht ein bisschen Geduld, wie mit allem. Und wenn man in dieser Höhe, wenn man im Bereich vom G2 zum C3 kommen möchte, empfehle ich immer, das Loch ganz oder halb zuzumachen. Ah, ja. Also ich rede immer von dem oberen Loch, es ist unten auch noch ein Loch. Ich sage immer ganz gern, das ist das 12-Uhr-Loch, das ist das 6-Uhr-Loch, wie bei der Uhr. Und das 12-Uhr-Loch kann man dann zuhalten und
oder halb zu. Da muss man ein bisschen rumexperimentieren, aber man kann, wenn man jetzt mal den Ton, ich nehme einfach mal ein B, ja. Das wäre das C2, jawohl. Also man kann ja das ohne weiteres, ohne großen Druck, kann man das C3 da drauf spielen. Man kann auch ein G3 spielen. Ja, das geht auch. Und ich habe ein ganz tiefes Mundstück drauf jetzt. Das ist so ein Tongeber. Damit übe ich übrigens zu Hause mit dem Buzzer oder mit der Trompete, sich den Ton irgendwo ins Ohr holen. Also man kann das üben und es geht auch wunderbar. Der Ton ist halt, das ist ein Ton, wo so ein Bruch auf dem Buzzer ist, aber man muss da ganz leicht mit der Zunge eben sich da annähern und nicht drücken. Das ist ganz wichtig. Ich empfehle immer in der ersten, zweiten Oktave zu bleiben bis zum G2. Das ist so die Komfortzone im Buzzer und dann einfach mal probieren, so langsam chromatisch halbtonweise nach oben zu gehen und das eben auszubauen. Super Sache. Geht wunderbar. Jetzt wenn, ist ja aktuell die Situation, wenn viele im Urlaub sind oder in Urlaub fahren, reicht mir der Basser aus, also das Mundstück und den Basser einzupacken, damit ich mich im Urlaub auch ein bisschen fit halten kann? Genau, das ist eine gute Frage. Ich sage also absolut nicht, dass der Basser die Trompete ersetzen soll. Mhm. Für die Technik und für die Klagübungen und was es so alles gibt, der eine oder andere kennt die vielleicht, dann ist die Trompete unabdinglich, dass man die Technik übt. Aber für den Ansatz reicht der Basser ohne weiteres aus. Ich habe sogar den Selbsttest mal gemacht. Ich bin Flügelhornist bei Guido Henn und seiner Goldenen Blasmusik und habe 4 Wochen lang keine Trompete, kein Flügelhorn am Mund gehabt, nur den Basser. Okay. Also es war ein gewagtes Experiment, aber so ähnlich wie Jenke-Experiment habe ich das auch gemacht. Und dann haben wir in der Nähe von Salzburg gespielt, 3,5 Stunden Konzert, ich am ersten Flügelhorn und habe keine Ermüdungserscheinungen. Also sonst sogar, wenn ich normalerweise immer geübt habe, war ich in der ersten Pause, hat man gemerkt, oh, man wird so langsam müde, dann ist die Pause recht gekommen. Aber seitdem ich mit dem Basser übe, kenne ich das eigentlich gar nicht, dass man platt ist. Super. Ja. Also ich habe den Basser mittlerweile selber auch und ich bin auch hellauf begeistert. Ich mache es immer zum Einspielen immer den Basser und auch wenn ich unterwegs bin, habe ich den dabei. Also von meiner Seite auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung zum Basser. Auch einige Schüler haben den mittlerweile und auch die sagen, das ist ein ganz anderes Spielgefühl, das man dann später auf seinem Instrument auf einmal hat und man spielt sich leichter und lockerer. Also eine super Sache. Ich sehe, Markus, hier auf dem Tisch liegt noch ein zweites Gerät. Was hast du denn da mitgebracht? Genau, das ist also mein Lipmaster, ist ein Gerät auch aus Holz, deswegen habe ich das auch im Programm. Das baue ich nicht selbst, aber ein befreundeter Musikkollege von mir und er hat mich gebeten, eben das zu vertreiben. Und ich fand das so spitze, weil ich begeistert war davon. Das ist der Lipmaster. Und der Lipmaster zeichnet sich aus, dass er aus weichen Lamellen besteht. Und diese Lamellen kann man wunderbar zusammendrücken, aber mit dem Finger nicht, sondern mit den Lippen. Und man kennt ja so Expander und so Lippenhandeln und so weiter. Und um den gleichen Effekt zu erzielen, kann ich jetzt hier die Ringmuskulatur auf diese Seite trainieren und kann sogar noch nach vorne einen leichten Druck ausüben. Und da gibt es eine Beschreibung dazu, eine Anwendung, ein Fallblatt, Pflege, Wirkungsweise und so weiter. Das gibt es alles dazu. Und das kann man natürlich überall machen, auf der Couch, im Auto, im Hotel, überall im Urlaub. Und alles, was ich so jetzt hier erzähle, ist ja aus der eigenen Praxis entstanden. Und ich war auch Kunde der ersten Stunde von diesem Lipmaster. Und dieser befreundete Musikkollege, der Robert Vogel, der hat mir das eben verkauft. Und ja, ich war damals schon begeistert von dem Lipmaster. Mittlerweile stellt er die für mich her. Ich mache die also nicht selbst. Aber ich vertreibe die in seinem Namen. Und ich bin also wirklich so begeistert von dem Lipmaster, wie viele andere Musiker eben auch. Ja. Weil
Das ist aus Holz, ist ein Naturprodukt. Und so einfach wie der Basser ist, so einfach ist der Lipmaster, aber sehr, sehr effizient. Super, Markus. Genau. Also, der Basser auf jeden Fall ein klares, super Trainingsgerät, das man einfach in seinen Trompetenkoffer immer mitnehmen sollte. Der Lippenexpander nochmal, um Muskulatur aufzubauen, um seinen Ansatz zu korrigieren. Also wirklich eine super Sache. Und ich sehe gerade, Markus, du hast ja noch was hier. Genau. Was hast du denn da? Naja, das ist jetzt eine neue Kreation mit dieser ganzen Rainbow Sache jetzt, gerade aktuell. Das ist also der Rainbow Basser, den gibt es aktuell limitiert, nur für Trompete. Und es war ursprünglich so als Gag gedacht und ist so jetzt, hat sich so durchgesetzt. Die finden es alle cool, weil die Regenbogenfarben schön ausschauen. In der Tat ist er auch ein bisschen dichter vom Holz und dadurch schwingt es noch besser. Also ich habe den natürlich an befreundete Profimusiker, Profitrompete gegeben und die haben mir Rückmeldungen gegeben, dass er sogar noch besser ist, also anders, ein bisschen anders ist, noch ein bisschen besser schwingt. Und deswegen gibt es den Rainbow jetzt ganz neu. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein bisschen gewartet und hätte mir den jetzt gekauft. Das ist deiner, den schenke ich dir. Der kommt auf jeden Fall. Der ist ganz neu. Damit gehe ich unterwegs. Das ist super. Ja. Danke, Markus. Markus, wenn wir jetzt von dir persönlich rund um den Basser, ums Trompete spielen, gecoacht werden will, machst du Workshops oder wie läuft es bei dir? Genau, also ich bin natürlich jetzt zu Corona-Zeiten war ich viel online unterwegs, also zu Hause online in die ganze Welt unterwegs und da haben wir natürlich verschiedene Workshops entwickelt bei Blasmusik Digital, warst ja du auch zu Gast. Genau. Und normalerweise live vor Ort in verschiedenen Hochschulen war ich schon, in verschiedenen Musikakademien, in Staufen an der Bundesmusikakademie und so weiter. Also normalerweise gebe ich Workshops rund um den Basser, aber auch rund ums Trompetespielen. Und wenn wir unterwegs sind, Musikmesse in Frankfurt oder sonst irgendwo, bin ich eigentlich immer, wo Festivals sind, immer vor Ort. Und Einzelunterricht gebe ich natürlich auch. Mhm. Speziell, also im Moment habe ich keine festen kleinen Schüler mehr, nur so ein paar vom Musikverein so. Aber meistens kommen erfahrene Trompeter zu mir, die einfach sich Tipps holen wollen, Tricks holen wollen. Meistens ist das Thema Höhe ein Thema. Jeder Trompeter möchte gern hoch spielen können und schön spielen können. Und natürlich. Da bin ich ein bisschen Spezialist. Da habe ich mich auch ein bisschen drauf spezialisiert auf die Höhe. Und so gebe ich eben mein Wissen weiter. Spannend. Markus, wenn wir jetzt zu Hause sitzen und den Basser kaufen möchten, wo müssen wir den Basser finden? Auf welche Homepage gehe ich? Wo kriege ich den her? Genau. Also ich habe eine Homepage www.butz-r.de, also Bassr. Und da kann man den Basser erwerben. Aber wenn ihr ein Musikhaus vor Ort bei euch habt, geht einfach hin und fragt nach dem Basser Ansatztrainer von Markus Arnold. Der Verkäufer wird euch weiterhelfen. Super. Markus, Mensch, danke für diese Einblicke. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Noch vielen Dank für diesen Rainbow Basser. Den probiere ich nachher gleich aus. Jawohl. Das war's zu diesem Video und zum Basser bzw. zum Lipmaster. Markus, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Lasst am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut uns immer ganz besonders. Und ganz wichtig, schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist der Kontakt von Markus, auch die Homepage, wo ihr den Basser, den Lipmaster und so weiter und so fort finden und auch beziehen könnt. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico und der Markus. Servus.